So, dann ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz hier in der KW Rendeis Arena nach dem Spiel Exer Ice Fighters gegen die Hannover Indians. Der Endstand ist 1:3 für die Hannover Indians. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Lenny Socho und an dich auch die ersten Worte nach dem Spiel. Ja, danke. Wir wissen, dass es immer schwer hier gegen so einen Top-Gegner zu spielen. Wir haben die komplette Woche, haben wir Glück ein bisschen den Freitag frei gehabt, wo wir ein komplett neues System bearbeitet haben. Und die Jungs haben das, außer die, sagen wir, die erste Minute, wo wir die Scheibe weggegeben haben, haben wir super, das System komplett super gespielt. Und die Zahl war heute überragend, das war der Grund zum Sieg heute. Haben kaum Chancen zugelassen und ich denke, so geht der Sieg enorm. Danke. Nun bist du auch mit relativ wenig Spielern angereist. Dann gab es vor der ersten Pause nochmal so ein kleines Problem. Kannst du dazu kurz was sagen? Es gab eine Strafe, erstmal 2 Minuten gepfiffen, dann haben sie gerne da 5. Wie gesagt, ich merke nicht die Strafe, was wir bekommen. Musste die Video schauen, schauen, wie schlimm es war. Was ist kurz, wir fehlen uns 3 Leute, danach 4, aber wir hatten mit Kraus auch von Kassel Aushelfer bekommen heute, dass wir angetreten mit 6 sind, das ist mehr als genug. Dann haben wir mit 3 Reihen und 6 Verteidiger. Also eine gefehlt habe, das ist ganz normal und die Jungs haben das überall bis zum Schluss gemacht. Gut, dann wünsche ich euch natürlich, dass es so weitergeht. Und jetzt an dich, Sven, deine Worte nach der Begegnung. Hallo zusammen. Ich glaube, dass man schon bei 5 gegen 5, lassen wir es mal dabei, einen Schritt vorwärts gesehen haben von den letzten Wochen zu diesem Wochenende. Es ist gut, dass die Jungs wieder da sind, dass wir wieder mit 4 Reihen spielen können, dass wir wieder Gas geben können. Das hat man auch gesehen, dass das bei 5 gegen 5 in Ordnung war. Wir hätten meiner Meinung nach im zweiten Drittel den Sack zumachen können, dürfen, sollen, müssen. Haben aber halt die großen Chancen, die wir hatten, nicht ausnutzen können. Und ja, das Spiel entschieden hat unser Powerplay und das war weniger Power und noch weniger Play. Und von daher gibt es da was, wo wir dringend arbeiten müssen. Wir hatten das alles schon ein bisschen umgestellt, hatten das auch gut trainiert, aber reicht nicht, wenn wir weitermachen müssen. Und wie gesagt, für mich ist jetzt schwer nach dem Spiel, aber insgesamt war das Wochenende ein Stück vorwärts, ein Schritt vorwärts zu dem, was wir in den letzten Wochen gespielt haben. Und wir müssen weitermachen. Danke. Eine kurze Frage noch zur ersten Drittelpause, da die dauerte ungefähr eine Dreiviertelstunde, also wir haben nach 1,5 Stunden dann das zweite Drittel begonnen. Kannst du kurz umreißen, was da passiert ist? Ich kann es auch beantworten. Du kannst auch antworten? Gerne. Okay, dann geben wir an dich zuerst das Kommentar. Ja, die Pause war 1 Stunde insgesamt. Es gibt die Regel, ich wollte Pause machen, 2 Minuten vor Schluss, weil die eine ist ausgefallen. Und ich bin der Meinung, zu zweit, dass ein Hauptschiedsrichter auch die Rolle als Linienrichter machen, wird schwer gewesen in der Liga mit so einem Tempo. Habe ich mir gesagt, das möchte ich nicht gerne mit zwei. Dann haben die ein paar Anrufe gemacht, dann kam die dritte und der DFB hat gesagt, das ist okay, dass ich so spielen kann. Und dann habe ich das so in dem Sinn akzeptiert. Aber wenn das so okay ist bei der DFB, dann so spielen wir und so haben wir das dann so gespielt und das Ergebnis haben wir dann gesehen. Genau, ist ja nicht schlecht ausgegangen für euch. Gut, Sven, dann denke ich mal, du möchtest nicht noch mehr hinzufügen zu dem Lauf, den wir haben oder nicht haben. Wir hoffen natürlich, dass trotzdem mit den 2 Punkten, die wir an diesem Wochenende geholt haben, das jetzt ein bisschen vorangeht. Und am nächsten Wochenende sind ja die Gegner auch nicht leichter. Wir sehen uns hier wieder am nächsten Sonntag zum Derby gegen die Halle Saale Bulls und hoffen natürlich, dass dann auch wieder das Zelt voll wird und die Jungs abliefern können. Wir wünschen euch eine gute Heimfahrt und alles Gute für die Begegnungen und wir sehen uns nächste Woche. Danke, tschüss.